Hallo Leute, wir sind 10 Blogger. Ein Ort, hier bei mir beim Grillcoach Gerrit. Und dabei sind Flo von Hashtag Grillmatz, Professor Taste, der Grillchunky, Thorsten von Beef and Meat, Beef Buddy, Nicky Steiner Barbecue, Barbecue aus Baden, Ben von Smoking Beast Barbecue und Björn CA76. Leute, verfolgt uns bei Instagram, YouTube, Facebook unter dem Hashtag 10 Blogger ein Ort. Wir werden Spaß haben, garantiert. Das werden wir. Jo. Nein! Sein geilster Livestream ever. Wenn ihr mein Video guckt, dann auch. Ist das geil. Manchmal dauert es einfach. Björn, du bist so doof. Bernd von Smoking Beast Barbecue. CH76. Und wir haben. Schon scheiße, wenn man seinen Namen nennt. Wir waren fast fertig. So, jetzt sag ich wieder Christian. So. Christian aus Dortmund. Nächstes Glück. Und der Sören hat hier schon leckere Bacon-Ei-Muffins gemacht. Oh, Frühstück. So Leute, jetzt muss ich eins noch ganz kurz loswerden. Vielleicht habe ich dieses Mal nicht ganz so viele Aufnahmen und. Es liegt einfach daran, dass es mir ja nicht ganz so gut geht wie sonst. Hat jetzt absolut nichts mit Alkohol zu tun. Das war schon am Vortag, bevor ich hergekommen bin. Ja, mir war es einfach nicht so wie sonst. Also, naja. Aber egal, das ziehen wir jetzt durch. Und da vorne wird, glaube ich, gerade die Feuerplatte kaputt gemacht. Da gehen wir jetzt mal rüber. Also zum einen mal wird hier die Feuerplatte mit diesen komischen Ananasdingern kaputt gemacht. Und der Beef Buddy hier. Ist mit deine, die ist mit Tofu verseucht. Garnelen. Naja, du weißt schon, dass ich da raus bin? Ja, Gott sei Dank. Grüß die Menschenversion. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Für alle, die das mögen, mag es ja wirklich lecker sein, aber ich verzichte da jetzt wirklich drauf. Lasst euch schmecken, Leute. Also einer muss ja aus der Reihe tanzen, ne? Ja! Irgendwas haben die da drüben jetzt vor. Ich weiß noch nicht was, aber ich stelle einfach mal meine Kamera dazu. So Leute, ich sag's jetzt wie es ist. Aus gesundheitlichen Gründen lasse ich heute die Finger vom Essen weg. Ich lasse einfach machen. Also heute ist es wirklich so, dass ich machen lasse, beziehungsweise Anweisungen gebe und wir gehen jetzt rüber und dann legen wir mit den McRibs los. So Leute, das ist der Dutch auf dem Tisch mit den ganzen Unterschriften. Die Aufkleber halten leider nicht auf den beschichteten, die legen wir so dazu. Die haben wir hier, von Micha natürlich, vom Grillmatz, von mir und allen, die Aufkleber haben. Genau. Die legen wir mit dazu. Und wie viel denn? Am 14.07. ca. 22 Uhr nach Michas Livegang ist die Live-Verlosung gleich im Anschluss. Genau. Also es kann losgehen. Ich habe hier einen fleißigen Helfer und noch einen. Er darf mal die Brötchen hier aufschneiden. Aber lass die Finger dran. Ja, komm. Thiele. Gut, dann fangen wir mal an. Wustersoße mit Ei ins Hack. Reines Schweinehack natürlich. So, stopp. Gut, das reicht. Dann SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Ja. Wie ich es im anderen Video schon gesagt habe, sonst schmecken sie wie beim Laden, wo man sie selber kaufen kann. Nach Pappendeckel, deswegen würzen wir ein bisschen vorher. Und noch schön Paprika drüber. Was genau machst du jetzt da? Oder lass machen? Wir machen McRibs Nachbau. Nachbau. Den besseren Nachbau. Jo. Das wird jetzt erstmal ordentlich durchgeknetet. Und dann haben wir gesagt, 14 Stück brauchen wir. Dann wird das Hack erstmal in 14 Kügelchen aufgeteilt. Ja, und danach sehen wir uns wieder. McRibs ohne leckere Soße. Hier haben wir wieder
von Dolly Sauce die leckere Nappi-Soße bekommen. Jawohl. Gerrit, warum hast du auf einmal eine Brille auf? Ach nee, das war ja der Gerrit. Also, es gibt uns fast doppelt, ne? Gut. Dann schauen wir, dass wir halbwegs 14 gleichmäßige Kügelchen rausbekommen. Ja. Und danach geht es dann auch schon rüber an die Feuerplatte. Ich glaube, die kleine reicht. Die hoffentlich von den Garnelen schon desinfiziert wurde. Jetzt wird weniger und mittlerweile kann man auch endlich lesen, von wem wir das Holz zur Verfügung gestellt bekommen haben. Auch ich sage natürlich Dankeschön dafür. So. Er probiert sich aus, richtig schön platt drücken, um möglichst, dass es längs ist. Alles nicht so einfach. Also das ist jetzt das Testexemplar. Das wird dann gleich der Gerrit. Länger, länger, es muss viel länger sein. So wie die Brötchen. Je länger, desto besser. Wie immer mit meinem Leben. Du immer mit deinen Sprüchen. Das weißt du doch. Wer lang hat, der kann auch lang hängen. So, der liebe Junkie macht sein berühmtes McRib. Gut, habe ich jetzt erstmal so hingepackt. Ja, ja, dann kannst du gleich einmal auf die Unterseite einen Schrank Nappi-Sauce drauflegen. Ja, das sind die hier. Ne? Ja, ne, sind wir unter. Da hat wieder einer nicht aufgepasst. Er wird groß gepresst, aber nein, er wird sofort mit zwei Maurern kennen. Gut. Erstmal bloß den ersten. Ja? Wir haben ja erst bloß einen. Ja, gut. Dann kannst du schon mal die Gurken herrichten und die Zwiebeln. Ja. Und der Junkie liebt es, wenn die Gurke hergerichtet wird. So sieht er aus. Wenn du wüsstest, was wir alle wissen. Ja, dann ist doch großartig. Ja, der macht es doch schon ganz prima. Er baut schon mal vor. Ist auch ganz in Ordnung. Ja, oder? Ja. Ja. Okay. Also wenn du es so schön vorbaust, könntest du die anderen eigentlich fast auch schon vorbauen. Ja, machen wir. Kannst du aber auch noch ein paar Minuten Zeit lassen. Wegen dem, ja. Genau, weil das Fleisch dauert ja auch noch ein bisschen. Das kann er. So langsam kommt er ins Schwitzen, weil das hier verdammt warm ist an dieser Feuerplatte. Schön längs drücken. Ja, so nach zwei, drei Stück kommt man wirklich in die Routine rein. So, nee, den kriegt der Gerrit. Und nochmal ordentlich Soße drüber. Ich kann schon noch ein bisschen draufhauen. Ja, Deckel drauf und den Gerrit verfüttern. Gerrit! Ja! Ach, da hinten steht er ja. Boah, Jakob, danke schön. Ein Hotdog geflogen. Ja, den werde ich mir jetzt schön verknuspern. Warte mal, ich bitte dich mal kurz. Also Micha, der Micha Alternative McRib, oder wie nennst du das? McRib-Nachbau. McRib-Nachbau, ich werde jetzt kosten. Ich habe das Vergnügen, als Erster zu kosten. Danke. Mega saftig, mega geil. Die Soße ist auch der Hammer. Was ist das für eine Soße? Die Nappi-Soße. Die Nappi-Soße, super. Lecker, lecker, lecker. Also werde man dann auch mal zuschlagen. Ich würde sagen, Leute, nicht zu lange warten. Haut rein, ne? Und mittlerweile kriegt das sogar hin mit richtig schönen Werbung hin. Du wirst ja immer besser. Danke, danke. Mehr. Jawohl, noch ein paar Zwiebelchen für mich drauf. Ja. Jawohl. Und den lasse ich mir jetzt schmecken. Wie sieht's aus mit dem Dankeschön. Fleisch? Dankeschön. Mit Fleischbrot. Jawohl, jawohl. Geht, 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 geht.
schnell weg von dem Essen. Ja, ich lasse euch dann jetzt mal alleine. Also, wollt ihr selber machen? Ja, okay. Lass es dir schmecken, Micha. Danke. Leute, ihr könnt so langsam gehen und euch dann auch eure McRibs holen. McRib. Außer du wolltest ja darauf verzichten. Gerne, ich habe ja Bier. Aber du bist mit einkalkuliert. Oh, danke. Auch wenn es mal nicht ganz so rasend geht, aber das Ding lasse ich mal nicht entgehen. Einfach nur genial. Aber die Adiletten sind auch rausgeschmissen. Die kommen gerade noch. Genau. Du brauchst irgendeinen? Ja. So, jetzt? Ja, genau. Dirk! René, du bist der einzig wahre Freund. Dirk, du hast das Ende nicht gesehen. Ja, ich wollte nicht mitmachen bei der Mobbing-Attacke. Hast du wohl! Aber dann... Das machst du gleich, wenn du nicht live bist, ja. Ich bin der größte Hetzer hier, wow. Ja. Professor Tays hat auch nicht mitgemacht. Und Grillkutsch Gerrit auch nicht. Ja, jetzt klar. Ihr habt alle Stinker gemacht. Ja, ja, genau. Jetzt, wo da dran ist, wir waren alle nicht. Weil wir wollten das Brisket. Ich hab mich in meinem Brisket gebracht. Dirk Sting. Ja, Dirk Sting. Aber Dirk, leider wie immer, du störst. Wir sind gerade ein Video am Aufnehmen. Genau. Ah, schön Urlaub, ne? Ja, ist ja morgen zu Ende. Brandenburg. Da hat sich's ausgebrandenburg. Ja. Ja gut, dann gute Fahrt zurück, ne? Komm ins Rheinland zurück und dann. Und viele Schaus. Tschö, Menü. Versuch mal wenigstens was Anständiges zu grillen. Ja, Dirk, ich bin noch da. Wir haben Ananas da. Alles klar. Hau rein. Ja, ciao. Tschüss. Ja, so. Ja. Meine läuft schon die ganze Zeit schon. Ja. Ja, brauchst du einen Clap? Clap. Action. Und Action. Ja, nach der netten Begrüßung durch unsere Gastgeber haben wir jetzt Svenja und Gerrit nochmal zu uns geholt. Und ja, wir würden uns gerne einfach nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr so tolle Gastgeber seid, auch bei deinem tollen Team. Dafür auch mal, ihr macht einen guten Job. Und ja, wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Oh nein. Kleines Theaterstück. Und der liebe Sören und der Flo. Danke. Nur ganz kurz zwei Worte dazu. Das wird der Bloggerbaum. Ah. Und dieser Bloggerbaum dient dazu, wenn wir uns demnächst nochmal treffen sollten, können wir alle drumherum stehen und pillern. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und irgendwann wird der ganz groß sein und wir ganz alt und ganz rund. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Super, ja. Ich möchte auch noch mal ein paar Worte für die. Wir sind noch nicht fertig. Vergiss nicht, was du sagen musst. Wenn du bekommen hast, heißt es nicht, dass die Dame nichts kriegt. Vergiss einfach nicht, was du sagen musst. Für die Dame haben wir natürlich Wein mitgebracht. Ah, super. Das Gute ist aus dem Rheingau, oder was? Ne. Das ist Rheinhessen. Was soll es sonst sein? Den habe ich sogar selbst gepflückt, wenn du es wissen willst. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns jetzt noch auf weitere schöne Stunden hier und ich muss mal eins sagen, das wäre echt nicht nötig gewesen, aber wir freuen uns und ich, Svenja und ich, wir sind schon seit den nächsten Wochen Sternhage voll. Ja, das auch, aber wir haben ja diese Sache im Dezember geplant und ich muss sagen, wir haben schon monatelang darauf hergefiebert, das hat man noch gemerkt und ihr seid tolle Gäste. Und ich bin froh, dass wir das mit euch gemacht haben. Das hast du jetzt falsch formuliert. Du bist froh, dass wir immer noch nicht angefangen haben, die Garten zu graben. Du bist ruhig. Nächstes Mal wird ein Platz frei. Der Björn hat sich bald diskutiert. Neun Sommer aus! CH76. Genau. Der seinen Namen nicht kennt. Ja, Hashtag Spaten76. Ja, super. Vielen Dank. Der Baum wird natürlich seinen Platz finden. Der wird heute noch eingepflanzt. Ja, hier mitten drin. Mitten rein. Ja, da muss man mal gucken. Aber ich habe schon die Idee, wo er hinkommt. Sag mal, da vorne, das qualmt so. Brennt da was an bei dir?
Nein. Was? Nein. Das ist das vom Prof. Mein Wissen kann man noch verbessern. Ja, genau. Also wenn vielen, Dank. Vielen Dank. Also ich muss sagen, ich drehe mal jetzt weg. Mit dem geilen Tag, oder? Ja, mit dem geilen Tag. Geile Truppe. Und das hat man auch schon gemerkt in der Wassertruppe. Ich bin keine Freunde in der Gruppe. Buddy, ich hab dir was verraten. Dein Nippel steht raus. Deswegen hast du keinen Aufkleber. Hier wird jetzt das nächste Zeug vom Grill geholt. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist die gegen die Faser, hier ist es flat. Hier ist hier. Ja. Nee, schau mal. Die Faser läuft so. Okay, jetzt wird hier das Expertengespräch hier bei Maischberger. Ja, hier. Wie laufen die Fasern? Hier nicht. Wenn du mir vertrauen möchtest. Ja, okay. Also, ich vertraue dem Prof. Also wenn er deiner Schuld ist, dann der Prof anscheinend ja, jetzt. Also hier oben ja, aber hier unten sehe ich das. Mach einfach. Okay. Das klappt. Voll gut, Vater. So, dann läuft der Saft raus. So, bei mir auch gerade. Entschuldigung. Also aus dem Mundwinkel. Ja, dann so einfach weiter. Aber ich muss sagen, wir haben beide recht, ne? Hauptsache es schmeckt. Ach ja. Was ist das heißt? Wollen wir dies? Was über deine Inkompetenz erfahren? Unzulänglichkeiten schneiden sie das Fleisch auf. Hey, du bist doch sonst nicht so. Butterzart, das Ding. Butterzart. Das leichte Rauchkriegen. Perfekt. Ich würde das erstmal kurz liegen lassen. Und dann kann man das kann keiner essen, nur wir. Wenn mich einer fragt, wie dieser Blogger-Treff war, ich würde sagen, schlimm. Unmöglich, schlimm, ne? Das ist genau so, Leute, wenn der Professor was freigegeben hat. Ist das hier dieses... Der macht schon. Haut ab. So, das haut ab. Gerrit, mach mal ein Costa Rica. Ja, ich probiere, ne? Ja, das sagt mich nicht. Boah, was Costa Rica. Voila. Würde ich dringen, ne? Aber jetzt alles zerstört. Das schnickt. Butterzahn. Das war jetzt ärgerlich, ne? Oh, so viel mitgekommen. Ja, okay. Entschuldigung. Okay. Alles ab. Nee, immer. Du darfst, bei meinen Videos darfst du immer klug, Schatz. Der obere geht in die Sohle. Achso. Oh, toll. Und hier auch ordentlich rein, ne? Weil ich hau ordentlich. Ich hau ordentlich. Das, das ist ja aber echt das beste Biscuit, das ich je gegessen habe. Alles gut. Hammer. Zum Probierer. Micha. Das ist so ein Stück für Papa. Leute, der Bernd wird uns hier wieder was zubereiten. Und wie nennt sich das jetzt nochmal? Warte, langsam. Jetzt sind wir auch dabei. Eieiei. Also, ich nehme mir dann die ganzen Videos zusammen und dann hole ich mir mein Intro gerade raus. Genau. Jetzt sprich. Also, es gibt ein Geigesheimer Türmchen. Im Endeffekt ist das Schweinefilet sous vide gegart. Circa 2,5-3 Stunden auf 60 Grad. Das wird dann auf der Feuerplatte kurz dann angebraten, dass es schön lecker ist. Dann gibt es dazu ein Süßkartoffelrösti, was unten drunter ist. Schweinefilet drauf. Dann gibt es eine Whisky-Sahne-Soße mit oben drauf. Schön drüber gegossen mit ein paar frischen Champignons drin. Und dann sind wir schon fertig. Und jetzt erklärst du uns, wo ist Gau Algesheim? Gau Algesheim liegt mitten in Rheinhessen, 25 Kilometer von Mainz weg. Okay, also südlich Richtung Alzey oder sowas? Richtung Bingen. Richtung Bingen, in genau. Nach Rüdesheim. Wunderbar.